Ich habe 30 Tage lang Kreatin genommen und das ist passiert. Es war einmal ein junger Wissenschaftler namens Dr. Paul, der sich sehr für Kreatin und seine Wirkungsweise interessierte. Er begann mithilfe seiner Experimente und Tests die Eigenschaften und Wirkungsweise von Kreatin auf den menschlichen Körper zu untersuchen. Nach etlichen Tests, stundenlangem Forschen und intensiven Beobachtungen bemerkte Dr. Paul, dass Kreatin ein mächtiges und sehr wirksames Supplement ist, was etliche positive Vorteile für den menschlichen Körper mit sich bringt. Daraufhin rekrutierte er Freiwillige und gab ihnen jeden Tag eine Dosis Kreatin. Nach einiger Zeit bemerkten Dr. Paul und seine Kollegen signifikante Veränderungen und Verbesserungen bei den Freiwilligen in Bezug auf Ausdauer, Kraft und auch Muskelwachstum. Hört sich schon fast zu gut an, um wahr zu sein, oder? Genau das wollte ich nämlich für mich selber herausfinden und deswegen habe ich 30 Tage lang jeden einzelnen Tag Kreatin genommen. Den letzten Schluck muss man immer noch mal so ein bisschen umrühren, damit auch wirklich alles mitkommt, weil am Ende setzt sich das doch immer so ein bisschen ab. Cheers. Das ist noch richtig viel. Ich mache selber Kraftsport und mehr Ausdauer, aber natürlich vor allem auch mehr Stärke und Kraft sind natürlich etwas, was ich absolut begrüße bei meinem Training. Als allererstes habe ich geschaut, welches Kreatin ich denn überhaupt über diese Zeit nehmen möchte. Denn hier gibt es doch tatsächlich Unterschiede und es gibt viele verschiedene Varianten von Kreatin. Einige sollen schneller wirken, einige sollen besser vom Körper absorbiert werden und einige sind einfach extrem teuer im Gegensatz zu anderen Varianten. Schnell habe ich aber herausgefunden bei meiner Recherche, dass wohl das beste Kreatin für mich und für meine Challenge das Kreatin-Monohydrat ist. Da es leicht absorbierbar vom Körper ist, es wird leicht im Körper zur Verfügung gestellt und es ist auch noch relativ preisgünstig. Natürlich habe ich mich aber gefragt, wie viel Kreatin soll ich denn eigentlich jeden Tag nehmen? Und hierzu hören wir uns jetzt erstmal eine Geschichte an. Es war eine Zeit der herausfordernden Entscheidungen. Eine junge Athletin wollte sich gerne mit dem Thema Kreatin auseinandersetzen und merkte schnell, dass es viele verschiedene Variationen, viele verschiedene Sorten und viele verschiedene Tipps im Internet dazu gab. Daher war es besonders wichtig, dass sie die richtige Entscheidung traf. Sie hatte gehört, dass die tägliche Dosierung von Kreatin zwischen 3 bis 5 Gramm täglich liegt und dass das Ganze für Frauen und für Männer einigermaßen gleich gilt. Natürlich fragte sie sich auch, wann denn die beste Zeit ist, Kreatin überhaupt zu nehmen. Und nach ihrer Recherche hat sie gelernt, dass es wohl am besten ist, wenn sie das Kreatin nach ihrer Trainingseinheit, das heißt nach ihrem schweren Krafttraining, zu sich nimmt. Denn anscheinend hat das die positivste Auswirkung auf den Kraftaufbau und aber auch auf den Muskelaufbau. Allerdings warnten ihre Freunde sie auch vor einem zu hohen Kreatinkonsum. Nimm nicht zu viel Kreatin, achte wirklich darauf, denn es ist noch nicht erforscht, welche negativen Auswirkungen ein zu hoher Kreatinkonsum auf unseren Körper haben kann. Nachdem wir jetzt diese Geschichte gehört haben, habe ich mich damals dazu entschlossen, 3 Gramm Kreatin täglich zu nehmen und wirklich darauf zu achten, dass ich es auch nach meinen Trainingseinheiten nehme. Das hat nicht jeden einzelnen Tag geklappt, weil ich ja auch nicht jeden einzelnen Tag trainiert habe, aber ich habe wirklich versucht, mich daran zu halten. Geschmackstest. Schmeckt es eklig? Kann man das Zeug überhaupt gut runtertrinken? Und was hat das für eine Textur? Dazu kann ich tatsächlich schon etwas aus meiner früheren Erfahrung erzählen, denn ich nehme Kreatin nicht zum allerersten Mal in meinem Leben während dieser 30-Tage-Challenge, aber ich nehme es wirklich zum allerersten Mal so lange am Stück und endlich auch mal konsequent, weil früher habe ich es vielleicht einmal die Woche oder so genommen oder habe es dann teilweise auch komplett vergessen. Jetzt wollte ich ja während dieser Challenge wirklich 30 Tage Kreatin durchnehmen. Ich trinke das Kreatin einfach mit einem Glas Wasser und für den Geschmack tue ich noch ein bisschen Zitrone rein. Schmeckt halt ein bisschen nach Zitrone, aber sonst nach nicht viel. Denn das Kreatin schmeckt eigentlich nach so gut wie gar nichts und ich muss auch wirklich sagen, dass das Runtertrinken auch wirklich gar nicht schlimm ist. Also ihr müsst nicht Angst davor haben, dass es irgendwie eklig schmeckt. Es ist absolut aushaltbar. Das Einzige, was den einen oder anderen vielleicht stören könnte, ist die etwas sandige Textur. Also mein Kreatin ist schon so ein bisschen sandig, aber ich meine, das soll ja auch nicht schmecken. Das trinkst du in einem Schluck runter und dann passt das auch. Wer meinen Kanal schon etwas länger verfolgt, weiß, wie wichtig mir Gesundheit, eine gesunde Ernährung und natürlich aber auch mein inneres Wohlbefinden sind. Und genau hierbei unterstützt der heutige Sponsor des Videos, Sunday Natural.
Bei Sunday Natural findet ihr über 1500 Produkte von höchster Qualität und höchster Reinheit in den Kategorien Vitamine, Vitalstoffe, aber auch Tees und Superfoods. Das Unternehmen legt großen Wert auf Natürlichkeit und produziert ausschließlich vegetarische und auch viele vegane Produkte. Die Produkte haben eine sehr hohe Reinheit, kommen aus Bioanbau und kommen zusätzlich auch ohne chemische Zusätze aus. In meiner Bestellung hatte ich zum Beispiel das Matcha Starter Set und viele von euch wissen bereits, dass ich ein sehr, sehr großer Fan von Matcha bin. Ich habe mir außerdem Bio-Lavendelöl-Kapseln und auch Ashwagandha dazu bestellt. Und Lavendel soll vor allem gegen innere Unruhe, gegen Nervosität und aber auch gegen Einschlafstörungen helfen. Und genau deswegen wollte ich diese Kapseln so unbedingt mal testen. Was ich bei Sunday Natural besonders toll finde, ist, dass das Unternehmen direkt bei lokalen Produzenten einkauft und vor allem auch auf langfristige Partnerschaften mit den Bauern und Produzenten setzt. Auch sind die Verpackungen aus umweltfreundlichem Glas und aus kompostierbarer Stärke. Mit diesem Code bekommt ihr außerdem bei Sunday Natural bis zum 20. Februar 10% auf alle Artikel. Ausgenommen sind bereits reduzierte Artikel und Bundles. Klickt dafür einfach auf den Link in der Infobox und ich habe euch auch nochmal alle Produkte, die ich mir bei Sunday Natural bestellt habe, unten in der Infobox des Videos verlinkt. Nochmal ein ganz großes Dankeschön an Sunday Natural, die den Teil des heutigen Videos gesponsert haben. Überraschende Infos über Kreatin, die du sicherlich noch nicht kanntest und ich vor meiner Recherche auch nicht. Und ich war sehr überrascht. Nach einigen Nachforschungen realisierte ich, dass Kreatin eines der meist untersuchtesten Supplements in der Fitness- und Gesundheitswelt ist. Es wurde tatsächlich schon mehrfach bewiesen in Studien, dass es positive Auswirkungen auf die Muskelmasse, auf die Kraft, aber auch auf die Ausdauer haben kann. Natürlich aber nur bei einer regelmäßigen Anwendung. Und wenn euch das Video bis hierher gefällt, würde ich mich unglaublich darüber freuen, wenn ihr dem Video jetzt einen Daumen nach oben gebt. So sehe ich, ob ihr den Content auch wirklich feiert oder ob ich vielleicht was anderes machen soll oder ob ich halt auch mehr von diesen Videos machen soll. Kreatin wird hauptsächlich über die Nahrung aufgenommen, aber zum Beispiel für Kraftsportler oder auch für Bodybuilder oder allgemein für Leute, die was für ihre Fitness machen möchten, kann es von Vorteil sein, eine etwas erhöhte Kreatindosis zu nehmen und halt mit einem Supplement nachzuhelfen. Was mich dann aber doch schockierte, war das Folgende. Ich stieß auf einige interessante Studien, die zeigten, dass Kreatin in Kombination mit bestimmten anderen Supplements und Vitaminen Cheers! Tatsächlich die Wirkung nochmal vervielfacht. Dazu gehören zum Beispiel Vitamin D, Omega-3 und aber auch Selen. Während dieser 30 Tage habe ich immer mehr über Kreatin herausgefunden und war teilweise wirklich extrem fasziniert von der Wirkungsweise von diesem Stoff auf den menschlichen Körper. Und wusstest du zum Beispiel, dass Kreatin natürlicherweise auch im Körper vorkommt und dass es hauptsächlich aus drei verschiedenen Aminosäuren besteht? Oder wusstest du zum Beispiel, dass Kreatin nicht nur ideal ist für Sportler und für Bodybuilder, sondern auch für Menschen mit gesundheitlichen Problemen, wie zum Beispiel mit einer Muskelschwäche? Da kann es tatsächlich auch von Vorteil sein, wenn man etwas mehr Kreatin supplementiert. Was mich dann aber wirklich aufhorchen lassen hat, ist die Erkenntnis, dass Kreatin eventuell eine größere Rolle bei Angst und auch bei Stress mitspielt, als wir es eigentlich dachten und hier wirklich zur Verringerung beitragen kann. Einige Studien haben nämlich gezeigt, dass es unsere kognitive Funktion und auch unsere Stimmung aufhellen kann. Das scheint ja ein wirkliches super Supplement zu sein, ein wahres Wundermittel. Aber wie waren denn jetzt meine Erkenntnisse während dieser 30 Tage und habe ich davon überhaupt was gespürt? Mein Fazit nach 30 Tagen Kreatin. Nachdem ich so viel Positives über Kreatin herausgefunden habe, habe ich natürlich auch innerlich sehr stark gehofft, dass sich auch etwas bei mir verändert und dass ich auch eine so positive Wirkung spüren kann. Ich muss aber sagen, die ersten Tage habe ich nicht wirklich eine Veränderung gespürt. Das war mir aber eigentlich auch schon klar, denn Kreatin braucht ja eigentlich schon etwas, um zu wirken. Trotzdem, nach 2 Wochen und absolut keiner Veränderung dachte ich mir so, ist das vielleicht doch alles nur Quatsch? Und bevor ich euch von meinen finalen Ergebnissen erzähle, möchte ich hier noch einen kleinen Warnhinweis aussprechen. Wenn man Kreatin zu sich nimmt, ist es wirklich essentiell, dass man ausreichend Wasser trinkt. Leute, das ist ganz, ganz wichtig. Bloß nicht einfach nur Kreatin nehmen und dann irgendwie nur einen halben Liter am Tag trinken. Das ist gefährlich. Kreatin trägt nämlich dazu bei, dass sich Wasser in den Muskeln ansammelt. Und wenn man dann zu wenig trinkt, dann können die Muskeln schmerzen oder auch anschwellen. Deswegen stay high.
hydrated, so oder so, aber vor allem, wenn ihr Kreatin zu euch nehmt. Jetzt aber zu meinem Fazit. Tatsächlich konnte ich dann doch am Ende der Challenge feststellen, dass sich meine Kraft, aber auch meine Ausdauer etwas verbessert haben. Es waren jetzt nach diesen 30 Tagen keine signifikant riesigen Veränderungen. Aber ich habe zum Beispiel gemerkt, dass ich bei einigen Übungen tatsächlich mehr Wiederholungen machen konnte als sonst und dass ich auch nach den Sätzen nicht ganz so extrem erschöpft war wie sonst. Zum Beispiel konnte ich bei der Hex-Squat-Maschine tatsächlich meinen persönlichen Rekord aufstellen und konnte mit 60 Kilo squatten. Auch bemerkte ich am Ende der Challenge doch eine etwas schnellere Erholungszeit nach meinen Workouts und war zum Beispiel nach einem sehr anstrengenden Beintraining am nächsten Tag nicht ganz so K.O., wie ich es eigentlich normalerweise sonst war. Und ja, bin dann natürlich am nächsten Tag schon immer ein bisschen K.O. Das hat sich tatsächlich ein bisschen reduziert, muss ich sagen. Und wenn dich Fitness-Challenges, Abnehm-Tipps und aber auch Selbstexperimente im Gesundheitsbereich interessieren, dann drück doch jetzt den Abo-Button und auch die kleine Glocke nebenan, damit du kein Video mehr von mir verpasst. So Leute, und ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht ein bisschen Einbildung war oder ob es wirklich die Wirkungsweise vom Kreatin war. Das kann ich persönlich jetzt nicht so 1:1 sagen. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass ich während des Trainings etwas weniger abgelenkt war. Also ich habe nicht so oft zu meinem Handy gegriffen und war irgendwie auch fokussierter. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine direkte Folge von dem Kreatin war oder ob ich mich einfach nur besser auf mein Training allgemein konzentrieren konnte, aber ich habe doch da auch einen Unterschied gemerkt. Insgesamt war ich dann doch relativ beeindruckt von den Ergebnissen, die ich während dieser 30-Tage-Challenge erzielt habe, denn Kreatin kostet jetzt wirklich nicht so viel und das einmal am Tag zu nehmen ist auch keine große Herausforderung für mich. Und dafür dann aber doch solche etwas größeren Ergebnisse zu erzielen, zum Beispiel jetzt auch bei der Kraft oder auch bei meinem Training, das ist natürlich schon grandios. Ich habe festgestellt, dass es für mich und wahrscheinlich auch für viele andere Hobbysportler doch ein sehr gutes Supplement ist, was wirklich weitreichend untersucht ist und tatsächlich auch wenig Gefahren mit sich bringt, wenn man sich an die normale Dosierung hält. Wie geht es jetzt weiter? Ich werde tatsächlich versuchen, jeden einzelnen Tag weiterhin Kreatin zu supplementieren, einfach weil ich noch mehr die Wirkung davon spüren möchte und natürlich auch die positiven Effekte erfahren möchte beim Training, beim Workout oder natürlich aber auch für die kognitive Leistungsfähigkeit, wenn das vielleicht sogar einen positiven Effekt darauf hat. Nehme ich natürlich mit. Was sind denn deine Gedanken zu Kreatin und wie fandest du diese 30-Tage-Challenge? Lass es mich gerne wissen unten in den Kommentaren. Und wenn du jetzt noch wissen möchtest, wie du deinen Stoffwechsel mit 6 einfachen Hacks beschleunigen kannst, dann drücke jetzt auf dieses Video hier. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Weiterschauen. Hier erfährst du alle meine Stoffwechsel-Hacks und bis zum nächsten Video.